Der Broadway, die Partymeile in Nashville, ist zwar nur gute 200 Meter lang, aber gefeiert wird hier fast rund um die Uhr. Nashville ist in den USA deswegen die beliebteste Partystadt, vor Las Vegas. Doch wer hier feiert, sollte vorbereitet sein. Auf hohe Bierpreise und den standesgemäßen Dresscode. Was auf dem Oktoberfest die Tracht ist, ist auf Nashvilles Broadway der Cowboystiefel. Jede Menge Cowboys und Cowgirls stapfen durch die Straßen und die Honky-Tonks. Aber warum? Kann ich euch was fragen? Ja. Wir filmen das hier fürs deutsche Fernsehen, okay? Okay. Wir fragen uns, warum kauft und trägt jeder diese Stiefel hier in der Gegend? Also, wir kommen, wie gesagt, vom deutschen Fernsehen. Sie sind einfach stylisch. Aber was macht sie so besonders? Das Leder, der Geruch, die Verzierung. Der Geruch? Glaubt ihr denn, man kann hier in der Straße gute Stiefel bekommen? Ja, ja. Die sehen auch alle wirklich schön aus. Also, euch eine gute Zeit. Wir merken schon, worum es hier geht. Das ist sowas wie der inoffizielle Dresscode, selbst hier auf dem Strip, auf dem Broadway in Nashville. Es geht nicht nur um diese Hüte, es geht vor allem um diese Boots. Die müssen aus echtem Leder sein. Die müssen vor allem hier gekauft werden. Und es gibt hier überall Läden mit sehr unterschiedlichen Preisen und, wie ich gehört habe, sehr unterschiedlichen Qualitäten. Neben all den Bars gibt es auf dem Broadway eigentlich nur noch zwei andere Arten von Geschäften. Souvenirshops und Stiefelläden. Und in denen schaue ich mich heute um. Das Angebot ist wirklich riesig. Ein echter Cowboy würde mich City Slicker, einen Großstädter, nennen. Und deswegen überfordert mich das Sortiment. Und die Preise sind ganz schön happig. Das ist jetzt hier keine Billigware. Die Preise gehen hier los bei, ich rechne das mal um in Euro gleich, ne, 300 Euro für ein paar Stiefel, egal jetzt mal welche Größe. Also teilweise sind die echt schick. Nicht so, wie ich gedacht hatte, so Cowboy-Stiefel, weißt du? Aber den Preisen, zum Glück, gibt es hier gleich um die Ecke ein Top-Angebot. Weil die Leute wissen ja, dass die Geldbeutel der Touristen von dem völlig überteuerten Bier hier schon schmal sind. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Mein Team hat selbstverständlich vorab recherchiert und ein attraktives Angebot gefunden. Es klingt zu schön, um wahr zu sein und ist deswegen genau das Richtige für mich. Mitten auf dem Broadway lockt ein Schild. Buy one, get two for free. Also ein Paar kaufen und zwei umsonst dazu bekommen. Da steht's, ciao. Herrlich. Also rein und ein paar neue Boots suchen. Oder drei Paar. Als Stiefelneuling fühle ich mich bei der Auswahl wieder etwas überfordert. Hallo, ich versuche zu verstehen, wie das mit diesem Rabatt hier läuft. Wenn du ein Paar kaufst, dann... Wenn du ein Paar kaufst, bekommst du zwei andere umsonst, solange die... Ach, unterschiedliche Größen? Ja, alle Größen. Herren, Damen, Kinder. Okay, so these are like... Okay, aber diese Schuhe hier sind wirklich die einzig wahren. Also ich bin Deutscher, ich kenne mich nicht so gut aus mit diesen Stiefeln. Ja, das sind die einzig wahren. Also so richtig American Style. Yes, Sir. Handgemacht? Mhm. Also keine China-Ware oder so? Nein. Weil ich kenne mich nicht so aus, ne? Die Herrengrößen sind dahin? Ja. Na, das ist doch meine Ansage. Eine große Entscheidungshilfe sind die Mitarbeiter nicht. Ich bleibe auf mich allein gestellt. Ich meine, mir ist vor allem wichtig, dass das hier nicht irgendwelcher Billigkram ist. Was die Preise angeht, lass uns da mal drauf gucken. Naja, 300 Dollar, 260, 270 Euro. Mindestens. Aber bei diesem tollen Angebot ist der Preis ja schon fast Nebensache. Ist jetzt nicht passend. Die hier. Wow. Die erste Hürde ist genommen. Ich habe ein Paar, bei dem Größe und Design stimmen. Es kostet 300 Dollar. Am Material kann ich auf den ersten Blick nichts aussetzen. Also ich würde die mir jetzt mitnehmen. Das scheint echtes Leder zu sein. Ja, die riechen lederig. Man darf nicht vergessen, ich bekomme da jetzt noch zwei Paar geschenkt. Und da schlage ich jetzt zu, weil ich, damit mache ich meine Damen daheim glücklich. Pass auf, das sind meine. So,
Und die für die Mädels da drüben, schau. Die Schuhgrößen der Liebsten daheim sollte man natürlich kennen. Und ja, man kauft ein bisschen ins Blaue hinein. Aber einem geschenkten Gaul schaut man, sie wissen schon. Auch als Cowboy. Auf dem Weg zur Kasse entdecke ich ein Video. Ja, toll aus. Schau mal hier, aus den amerikanischen Fabriken wird dann gezeigt, wie die Sachen hergestellt wurden. Also wirklich Handarbeit, ne? Das sind jetzt hier keine Chinesen, die da am Band stehen. Fällt mir. Gut. Also, ab zur Kasse. Wir sind aus Deutschland. Oh, wirklich? Wir sind auf der Suche nach dem einzig wahren amerikanischen Deal. Na, das haben Sie gefunden. Ja. Er macht das seit 30 Jahren. Echt? Ja, er wollte, dass es jedem möglich sein soll, ein paar Stiefel zu besitzen. Okay, alles zusammen macht es $438,99. Hier bitte, habt eine gute Zeit. Ich hatte mit 270 gerechnet, aber ich zahle den Preis des teuersten Paares und die Steuer kommt noch obendrauf. Aber für diese 400 habe ich es, echtes Leder. Thank you very much. Handgemachte Stiefel und von denen drei Stück. Wow. Mein Schnäppchen-Einkauf hat auch mein Team in Kauflaune gebracht. Aber Kameramann Robin und Redakteur Henning stehen vor denselben Problemen wie ich. Riesenauswahl, aber keinerlei Beratung oder Hilfe. Beide landen am Ende im selben Laden wie ich. Auch sie kaufen ein Paar und bekommen dazu zwei geschenkt. Es ist einfach zu verlockend. Wir bringen unsere Superschnäppchenbeute in unsere Teamunterkunft. Nur einen Steinwurf vom Zentrum entfernt wollen wir jetzt unsere Einkäufe ganz genau ansehen. Es ist so dieses Gefühl nach dem Schlussverkauf. Kennst du das? Ich habe ein Riesenschnäppchen gemacht. Und das haben wir jetzt alle. Lass uns bitte mal unsere Schuhe jetzt angucken, für die wir ja quasi wirklich fast nichts bezahlt haben. Du musst jetzt arbeiten. Danke, aber die packe ich gleich mal als erstes aus. Wow. Du hast einen guten Geschmack, du. $199. Und du? Einmal für die Tochter. Oh, sehr schön. Sehr süß. $80. Ich sag jetzt im Prinzip mal, Dollar und Euro sind ungefähr gleich, um einfach das Rechnen ein wenig zu vereinfachen. Hey, nicht schlecht. Das sind meine? Deine auch nicht schlecht. Für 200. Noch mal ein bisschen Platz, weil der wahre Schnapper, der kommt hier. Einmal für meine Tochter. Für meine Frau, die hier. Und meine jetzt auch. Ob ich die jemals tragen werde, weiß ich nicht. Entscheidend dabei ist das Schnäppchen. Da ist schon die erste Falle. Also du bekommst zwei dazu, wenn du ein Paar bezahlst. Natürlich immer das teurere. Das heißt, nicht die 299 waren der ausschlaggebende Faktor, sondern die 399 plus Steuer $440 für mein Paket hier auf der rechten Seite. Trotzdem habe ich dieses Schnäppchenjägergefühl. Diesen Moment, wo du weißt, hey, du hättest normalerweise viel mehr ausgegeben für tolle Qualität, weil das kommt ja alles aus Amerika. Das ist hier handgemacht, haben wir im Video gesehen und werden wir jetzt mal überprüfen. Guck mal bitte bei dir genau rein, was da so steht. Bei mir steht drinnen, also ist ja die gleiche Schuhe, genau. Ne? Men's, also für die Männer, 8,5D. Ja, das stimmt doch gar nicht, Leder. Hier steht drin, ich stimme, Obermaterial, Leder, also Leather Upper, all other materials. Man-made. Man-made. Das heißt, nur das Obermaterial ist Leder, was auch immer das Obermaterial ist, darunter dann nicht mehr. Was alles steht? Drunter ist Kunststoff, ganz genau. Und darunter steht, komm mal bitte her mit der Kamera. Er musste selbst lachen, ne? Nichts made in the USA. Made in China. Irgendwo in China hergestellt, mein Lieben. Das kommt gar nicht von hier. Wie ist es denn bei denen? Born in Michigan, also... Geboren in Michigan, genau. Yeah. We've been building boots over 135 years. Seit 130 Jahren machen wir diese Lederstiefel. Was einem total das Gefühl gibt, das ist ein amerikanischer Stiefel. Verstehe. Ja, heißt auch noch schön Wolverine. Und auch dort steht... wo es wirklich herkommt. Tada! Seit 135 Jahren basteln wir unsere Fake-Cowboy-Stiefel in China zusammen.
Zugegeben, schick sind sie ja. Und auch bei den Liebsten daheim werden sie für jede Menge Freude sorgen. Aber wie amerikanisch sind sie eigentlich? Kein einziger Schuh, der hier vor uns steht, kommt aus Amerika oder ist hier hergestellt worden. Mexiko, Indien, China-Ware, die wir hier gekauft haben. Für, naja, zusammen dann 700, 800 Dollar, dann schon ungefähr 700, 800 Euro. Und ist das echtes Leder? Was ist denn die Qualität? Und was macht denn wahre Qualität bei echten Cowboy-Stiefeln aus? Ich glaube, dafür brauchen wir einen Schuhmacher. Also einen Shoemaker würde man ihn hier nennen. Einen Tag später habe ich einen Termin. Ich fahre etwas raus aus der Stadt. Vor den südlichen Toren Nashvilles liegt Brentwood. Die Cowboy-Stiefel-Welt ist hier noch in Ordnung. Ich treffe Wes Shugart, den Inhaber der Einmannfirma Music City Leather. Hey, du musst Wes sein. Jawohl. Hallo, grüß dich. Hallo. Schön, dich zu treffen. Auch schön, dich zu treffen. Komm rein. Drinnen finde ich seine Werkstatt. Alles echte, ehrliche Handarbeit. Die Stiefel von Wes Shugart finden von hier ihren Weg in die ganze Welt. Jedes Stück ein Unikat. Einer der Hauptaspekte für einen guten Stiefel ist die Gebrauchsfähigkeit. Wenn du ihn mit der Hand produzierst, kannst du bestimmte Teile des Stiefels ersetzen, wenn sie kaputt gehen. Solange du mit diesen Teilen des Stiefels gut umgehst, kann ich die größten Verschleißbereiche ersetzen. Diese Stiefel sind nicht nur handgearbeitet, sondern auch individuell an den Fuß des Kunden angepasst. Custom-made nennt das der Ami. Und das hat seinen Preis. Zwischen 3.000 und 5.000 Dollar geht der erst los. Die Stiefel aber passen garantiert, halten ewig. Seine Kunden sind echte Cowboys aus Texas und Arizona, aber auch weltberühmte Musiker, deren Namen er aber geheim hält. Aber woher kann ich wissen, also nur durchs Anschauen, Riechen, Berühren, dass ein Stiefel handgemacht ist oder eine gute Qualität hat? Ziemlich schwierig zu sagen, oder? Das ist schwierig zu sagen. Die Langlebigkeit eines Stiefels sind die Eingeweide. All diese inneren Arbeiten, das macht die Langlebigkeit eines Stiefels aus. Auch die Dicke des Leders ist entscheidend. In der Stiefelindustrie berechnen wir das in Unzen. So hat zum Beispiel ein Cowboy-Stiefel direkt vom Regal für einen Einstiegspreis wahrscheinlich ein dünnes 2-Unzen Oberleder. Bei meinen Arbeitsstiefeln sind es 5 bis 8 Unzen, also deutlich dicker und fester. Der Stiefel wird sich dementsprechend schwerer anfühlen, weil mehr Material verarbeitet wurde. Gewicht ist beim Cowboy-Stiefel also entscheidend. Ein Nagel in der Sohle bringt die so wichtige Stabilität und Sicherheit im Sattel. Ob das meine Broadway-Schnäppchen auch haben? Ich zeige dem Mann meine Einkäufe von gestern und schäme mich ein wenig. Der Unterschied zwischen einem handgemachten und einem fabrikgemachten Stiefel ist, dass die fabrikproduzierten eigentlich ausschließlich von großen Unternehmen kommen. Das sind Mischkonzerne. Die funktionieren ausschließlich gewinnorientiert. Je mehr Füße in diese eine Stiefelgröße passen, desto besser und desto mehr Profit. Die interessieren sich nicht dafür, ob dir der Stiefel passt. Ich schon. Wenn ich als Tourist herkomme, dann möchte ich ja das einzig Wahre. Made in the USA. Wenn du nach Nashville kommst, dann musst du zu mir kommen. Ja, vielen Dank, dass wir beide sein durften. Das war wirklich unglaublich. Mein allererstes Mal an so einem Ort. Ich werde mir Schuhe für 5.000 bis 10.000 Euro nicht leisten können. Gut zu wissen, dass die Qualitäten, die es also wirklich im normalen Laden gibt, genauso unterschiedlich sind. Und ein bisschen peinlich für uns, mit den Billigdingern hier anzukommen, weil wenn die Sohlen, wie er sagt, aus Plastik sind, dann fühle ich mich richtig abgezockt. Also nochmal zurück auf den Broadway von Nashville. Dass ich über die Herkunft der Stiefel belogen wurde, will ich nicht auf mir sitzen lassen. Hi, ich komme aus Deutschland. Ich war hier vor ein paar Tagen und hatte gefragt, ob diese Stiefel hier in den USA produziert sind. Nein. Ja, aber die Ladenverkäufer haben es mir so erzählt. Ich habe versucht, den einzig wahren amerikanischen Deal zu finden. Jetzt habe ich festgestellt, dass das alles hier in China oder Indien gemacht ist.
Diese sind in Mexiko produziert. Nee, hier steht doch China drauf. Ach, wirklich? Ah, das ist ein altes Paar. Mittlerweile werden die in Mexiko gemacht. Okay, manche aus China, manche in Indien. Ja, wir haben keine, die in den USA hergestellt wurden. Also hier gibt's keine Stiefel made in the USA. Das überrascht mich jetzt. Nein. Ungefähr 97% der Stiefel werden mittlerweile in Mexiko hergestellt. Wirklich? Ja. Macht also gar keinen Sinn, hier nach Made in the USA zu suchen. Sie können es versuchen. Na, vielleicht die maßgeschneiderten Sachen, aber die sind ja... Wenn du $1000 für einen Stiefel ausgeben willst, findest du einen in den USA gemachten. Naja, ich habe 500 bezahlt, ne? Was soll ich machen? Trotzdem, vielen Dank. Ein hoffnungsloser Fall. Hier komme ich nicht weiter. Dann gehen wir raus. So, was lernen wir daraus? Schnäppchen heißt nicht immer Qualität. Wenn Sie mit großen Shoppingbags, vielleicht sogar einem extra Koffer, zurückfliegen wollen nach Deutschland, auch sehr gerne, dann lohnt sich das 3 für 1. Wenn es aber echte Cowboy-Stiefel sein sollen, echte Boots, dann sind Sie bei sowas hier, zumindest auf dem Boulevard, auf dem Broadway in Nashville, an der falschen Adresse. Was hier in diesen Läden, das haben Sie auch gerade zugegeben, zu kaufen ist, kommt im besten Falle aus Mexiko, normalerweise aus China, Indien und Co.